Renate G. ist 76 Jahre alt und seit 54 Jahren mit ihrem Mann Hubert verheiratet. Sie leben in einem kleinen Dorf in der hessischen Rhön und hatten immer viele Kontakte und auch Freunde. Ihre Kinder sind schon lange aus dem Haus und führen ihr eigenes Leben. Renate und Hubert sind stolz auf ihre Kinder. Seit 6 Jahren steigert sich bei Hubert die anfängliche Vergesslichkeit und immer mehr gewohnte Fähigkeiten erfahren einen Abbruch. Das wird für Renate zunehmend zur alltäglichen Belastung. Sie verlässt das Haus kaum noch für ihre eigenen Aktivitäten, damit sie Huberts Tag gut strukturieren und seine Bedürfnisse erfüllen kann. Er ist manchmal verzweifelt und weint, manchmal zornig und aggressiv. Immer seltener ist er klar und normal wie früher. Das Ausmaß der Grundversorgung steigt kontinuierlich. Die körperliche Pflege ist umständlich, besonders dann, wenn Hubert sich gegen das Waschen wehrt, weil er gerade eine Bedrohung empfindet. Renate wagt sich nicht, Hilfe anzunehmen, da sie befürchtet, jeder redet nur noch von der Demenz. Sie möchte ihre Kinder nicht mit ihren Problemen belasten, sie ist verzweifelt. Renate weiß leider nichts von niedrigschwelligen Hilfeleistungen, kennt keine anderen Betroffenen, um sich über Unterstützung zu informieren. An sich selbst denkt sie kaum noch, hat sogar mit dem Chor aufgehört, weil sie Hubert abends nicht mehr alleine lassen möchte. Wem kann ich mich anvertrauen? Wie lange schaffe ich das noch? Wer versteht uns und kann uns helfen? Früher gab es noch Gemeindeschwestern, denen konnte man sich anvertrauen. Wir fragen: Wie stellen Sie die gesundheitliche, ärztliche und soziale Vorsorge von Menschen sicher, insbesondere von jenen, die aufgrund von Mobilitätseinschränkungen entsprechende Einrichtungen im ländlichen Raum nicht mehr selbst aufsuchen können?